Nochmal, ja? Das ist unglaublich. Bleib da. Bleib da! Was? Ja. So. Nochmal. Du und du. No, 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 no. Diese wabernde Flüssigkeit hier ist echt irgendwie schon geil. So. Und wieder zur Sicherheit noch ein paar mehr. Denn vielleicht habt ihr es auch gehört, das Geräusch, als ich auf diesem Zeug hier lang geslidet bin, war nicht so sehr gesund. Es wäre mehr so ein... Ne? Normalerweise hört sich das doch anders an, wenn man darauf rumslidet. Oder irre ich mich da gerade? Hm. Und zack, jawohl. So, folgendes müssen wir jetzt noch machen. Nämlich, ich sag auch öfters jetzt nämlich. Muss ich mal dran arbeiten. Also, diesen Würfel, der guckt mich immer noch so seltsam an. Stellen wir jetzt hier drauf. Wir brauchen das Geld nicht mehr. Und hopp, und hopp. So haben wir ein Transportmittel. Ganz ruhig. Sich über den Würfel wundern. Die Umgebung eingehend betrachten. Wunderschön animiert. Kartoffel, bist du bereit, diesem Idioten dort eins auszuwischen? Dann zähl den Countdown. 5, 4, 3, 2, 1, los geht's! Wuhu! Ernsthaft. Das war ja lame. Das war lamer als lame, das war oberlame. Das ist toll. Oh. Mist. Gut, ich habe verstanden. So. Nochmal, diesen dort und den dort hinten. Und den habe ich gar nicht gesehen vorhin. Diesen hier quergeschaltet. Okay, nochmal. Hoffen, dass dieser Lösungsansatz funktioniert. Durchatmen. Kartoffel, zähl den Final Countdown. 5, 4, 3, 2, 1, jawoll! Woo! Klappt doch. Ihr zwei werdet diese Riesenüberraschung einfach nur lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis in den Tod. Ihr werdet sie lieben, bis sie euch tötet. Ach, Palette, du Scheiße. Ich Nein? weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber... Nein, gar nicht. Bis in den Tod. Was kann denn so schlimm sein, was Knubbel da fabriziert, außer einem Suizid? Hm. Also ich bin sau gespannt. Er versucht also nicht mal mehr subtil zu sein. Ja. Oder er versucht es, was irgendwie traurig wäre. Ja. Ja, das wäre es. Ach, unsere Kartoffel steckt voller Lebensweisheiten. Oh. Knubbel! Du, wenn du weiter so machst, bleibt nichts mehr von der Anlage übrig, was du zerstören könntest. Nur noch 3 Kammern bis zur Riesenüberraschung.
anstrengend. Disco Party. Naja. Aha. Das ist ja der Hammer. Cool. So. Nein, das ist eher nicht so mein Ziel. Aber was könnte man hier noch machen? Den hier. Oh, wow, wow, wow. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Kollege. So. Ah, Idee. Ah, scheiß Idee. Ganz ruhig, Leute. Ich muss die irgendwie von diesem Knopf hier wegbewegen. Dazu würde ich gerne die SG da drüben verwenden. Aber dazu muss man auf diesen Knopf dort drüben drücken. Und ich komme ja gerade dort drüben nicht so wirklich hin. Wie vielleicht auffällt. Wow, wow, au. Ach, kommt schon. Das ist anstrengend. Das stimmt natürlich. Hallo. So. Ja, das wollte ich genau machen. Genau das wollte ich machen. So, dann transportieren wir nochmal dieses Gel nach dort drüben. Scheibenkleister. Hä? Ah. Mist. Ich will doch nur ein wenig Gel. Oh. Aha. Naja. Immerhin, fast. Wenn wir es hier lang fließen lassen. Nein, dann kommt es auch nicht an. Und hier lang dann auch doch. Doch, oder? Oder? Kommt es da an? Sag mal, hä? Na bitte. So. Oh, 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 ganz ruhig, Genossen. Dass die immer gleich so aggressiv sein müssen, das ist unglaublich. Na gut, so, machen wir den. Und den hier, so. So. Okay. Und nein, hier rüber. Hier rüber. Ach, Mist. Ich mag so eine Art Rätsel überhaupt nicht. Überhaupt nicht mag ich die. Ich bin da sehr unkreativ. Seid ihr auch manchmal erstaunt über eure eigene Dummheit? Ja, ich auch. So, wir ändern die Richtung der Farbe. Zack. Kurz warten. Ach, das geht auch schnell. Und zack. Super. Oh nein. Seid ihr auch manchmal erstaunt über eure eigene Dummheit? Na, es reicht nicht ganz für alle, aber gut.
Immerhin für zwei. Koordination war nie meine Stärke. So, los, komm, schneller, los. Geht ja schnell. Kommt schon, los. Oh Mann, das tut mir jetzt schon dezent leid. Und so. Zack. Na bitte. So, jetzt aber endgültig. Zack. So. Meine Güte aber auch. Ja. Ah, es ist noch nicht vorbei. Ah, ganz große Klasse. Gut, dann sagen wir doch einfach mal, ganz spontan. So. So und zack. Und zack. Du hast es gelöst. Schön. Wie schön für dich. Hey. Er ist unerklärlicherweise plötzlich so fröhlich und sollte doch wegen des Testanzugs eigentlich fast irre sein. Und er hat eine Überraschung für uns. Was hat er dort gefunden? Die guten alten, rundrum portalfähigen Testkammern. Ach, ich habe sie schon ein Stück weit vermisst, ne? Warte mal. Warte mal, was zum Teufel? Ja, das ist sau praktisch. Also ich, ja, ich könnte mich dran gewöhnen. Seltsam. Gib dir doch mal ein bisschen Mühe, uns zu unterhalten, Meatley. Komm schon. So, ich bin jetzt wirklich mal sehr gespannt auf die Überraschung. Komm schon, na los. Na los, komm schon. Na los, jetzt. Ich wette, ihr platzt schon fast vor Neugier. Nein, Quatsch. Nur noch zwei Kammern. Was ist das denn für ein komisches Geräusch? Habt ihr es auch gehört? Hm. Oh. Also ganz ehrlich, die ist jetzt wieder einfach. Im Vergleich zu den letzten beiden Testkammern ist die jetzt hier wirklich Pillepalle. Was? Wow. Scheiße. Hallo, in diesem Teil bringe ich dich um. Nein. Mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele Nein, mach das nicht. Welche Maschine, was? Oh, da war ich wohl zu langsam. Knubbel? Du möchtest uns also töten? Ich würde mal sagen, nein, das machst du bitteschön nicht nochmal. So, komm, jetzt lass es dich aber ausreden. Mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele spitze Teile festgeschweißt an den glatten Teilen. Es ist natürlich noch nicht ganz fertig. Am Ende sollen die Dinger auf dich feuern. Sekunden bevor sie dich zerquetschen. Das ist das Ziel, auf das ich hinarbeite. Aber du weißt ja, Houdin will Weile haben.
Oh, und gib dir keine Mühe, mit Portalen entkommen zu wollen. Das klappt nicht. Ich habe an alles gedacht. Warte, wie wär's mit dem Konversionsgel? Was? Konversionsgel, das tropft dort aus dem Rohr. Nee, glaube ich nicht. Da irrst du dich. Ja, mit dessen Hilfe können wir hier raus. Wirklich? Geht das auch ein bisschen genauer? Hey! Hey! Das wäre jetzt unfair. Ich habe immerhin das Konversionsgel benutzt. Und es kam und kam nicht rausgeschossen. So, komm jetzt. Jetzt achten wir mal nicht auf die Dialoge. Jetzt geht's hier wirklich ab mit entkommen.